jetzt kann man sagen, Deutschlands. Also dieser Bus ist bei euch in der Gegend unterwegs gewesen oder hast du gesagt, ich habe so verrücktes Hobby, ich muss mir so ein Ding jetzt unbedingt kaufen? Nein, ich war 15 Jahre Busfahrer. Ich habe von 75 bis 90 in Kraft, also bis 85 im Kraftverkehr bei Hausen fahren. Anschließend war ich beim Busunternehmen Dieter Domhalle in Waldau. Also er hat irgendwo den Virus gekriegt, ich meinen eigenen Bus habe. Ich bin Busfahrer und ich bleibe Busfahrer. Und er präsentiert uns diesen wunderschönen Icarus. Habe ich recht, wenn ich da gesagt habe, da ist ein E50-Motor drin? Jawohl, das war die Co-Produktion zwischen LBG, damals DDR, Staatsrat und der Ungarischen Republik. Also von Hause aus ist das so gebaut worden, nicht irgendwie nachgerüstet, weil der Motor kaputt oder so? Nein, also das Fahrzeug wurde für die Landwirtschaft konzipiert und wurde auch 75 eingeführt und 76 gab dann die Umrüstung auf dieses Modell. Also ist es dazu gewesen, in der Landwirtschaft die Erntehelfer auf die entlegenen großen Felder zu bringen? Um die Anhänger und die LKW praktisch von der Straße zu bringen. Aber in der Volkswirtschaft wurde der Bus ja nachher mehr gebraucht als wie in der Landwirtschaft. Ja, man war ja zu Frauen hoch unterwegs, zum Beispiel, ne? 20 Frauen, ein Mann war mit drin, da war der Hahn im Korbe. 34 Frauen. 34 Frauen und ein Mann, er der Hahn im Korbe. Wir wünschen dir noch allzeit gute Fahrt mit deinem Icarus und dem W50-Motor. Und ich würde sagen, du kannst ruhig noch mal hier eine Runde drehen bei uns. Wir wollen dich auch dann bei der Heimreise begrüßen. Und Dankeschön, dass du bei unserer Veranstaltung warst. Ich möchte noch was sagen. Jeder fragt mich nach diesem HBN. HBN heißt eigentlich Landkreis Hildburghausen. Und da ich aber an der Grenze oder zu Bayern gebürtig bin, werde ich auch viel als Wessi betitelt. Und die Wessis haben für dieses Nummernschild Honeckers blinder Nachwuchs gebracht. Oder habe nichts. Aber die Ossis haben doch was. Also wie gesagt, weißt du, warum die Wessis uns Ossis nennen? Weil sie Spezialisten ja aussprechen können. So, also aufgesessen, abgefahren, kleine Runde im Bundes. So, ein Icarus. Habe ich auch noch nicht so in dieser Form gesehen. Ich dachte, Reisebus umgebaut, den Wohnmobil, aber nein, in der Landwirtschaft eingesetzt und die Erntehelfer dahin gebracht. Das waren alles noch Leute, die Deutsch sprechen konnten. Wäre heute schon schwierig, das so hinzubekommen. Man musste erstmal einen Polnischkurs machen, wenn er heute noch die Erntehelfer transportieren wollte. Ich erlebe es ja nun hier ganz oft und zum vierten Mal bin ich hier mit dabei, aber ich staune immer wieder, was sich manche Leute im Leben antun, um ihrem Hobby zu frönen. Ich kenne Eisenbahnfans, ich kenne mittlerweile auch die Busfreunde, ich weiß auch von Leuten, die zu Hause ein Flugzeug stehen haben. Ne? Aber was werde ich ja mir auch genug schon mal. Gut, liebe Gäste, wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug, denn unsere Bands stehen auch schon gleich wieder bereit. Wir versuchen das ein bisschen schneller runter. So viel Zeit haben wir heute nicht. 15 Uhr ist dann Filippo hier am Platz. Sie können gerne noch ein bisschen länger sitzen bleiben. Es ist natürlich auch ein wunderschönes Spektakel, wenn um 15 Uhr dann der Platz von den Fahrzeugen verlassen wird. Dann sehen Sie alles noch einmal an den Toren in Aktion, was hier nach Schmallewitz zum vierten DDR-Oldtimer-Treffen gekommen ist. Habe nichts, fährt vom Platz. Gefällt mir. Tja, das hätten wir wissen sollen, dann hätten wir die Absperrung etwas größer gemacht, dass der Wendekreis der Wenderadius vom Icarus doch etwas größer ist, als wir das abgeschätzt haben. Dankeschön, gute Fahrt in die Heimat nach Thüringen. Auf groß folgt klein, ein bunter Wechsel von Fahrzeugen, die wir hier bei uns auf dem Platz sehen. Aus Zschopau dieses Motorrad, also in Zschopau hergestellt. Aber die Fahrer sind ja nicht aus Zschopau, sondern aus welcher Ecke seid ihr? Marienberg. Aus Marienberg. Und per Achse angereist? Per Achse.